Servus Leute, ich bin's der Tabak und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Und heute gibt es die Team der Woche 10 Upgrade Challenge. Und zwar müsst ihr da ein 83er Team abschließen und ihr bekommt ein Inform, das ist jetzt untauschbar. Danach machen wir das Ganze noch tauschbar. Und was ihr da abschließen müsst, genau, ihr braucht 83er Teambewertung, 30 Chemie, 11 Spieler. Und ihr seht, ich habe alle 83er im Team, bis auf einen Götze, der ist 81, das reicht aus. Und so könnt ihr das einfach easy abschließen, auch relativ günstig eigentlich. Die Spieler, wir können ja mal kurz schauen, was die so alle kosten, die 83er. Die werden natürlich jetzt hochgehen vom Preis, aber im Normalfall kosten die 2000 Münzen und ihr bekommt dafür ein Inform. Und Jungs, die Chance ist halt da, dass man einen richtig geilen Inform bekommt. Und ich will nicht groß rumreden, Freunde, ich muss nämlich auch gleich zur Arbeit. Ich habe das jetzt spontan gesehen, dass es rausgekommen ist. Wollte gerade eigentlich schon los. Und ja, dann schließen wir das mal ab und wir schauen einfach mal. Ich weiß auch gar nicht, ob wir das öfter machen können. Ich glaube schon sogar. Und wir bekommen 81 plus Team der Woche 10 Spieler. Jungs, wir können das wieder machen, untauschbar. Ich glaube, ich werde das so oft machen. Und wir öffnen jetzt das erste Pack. Und Jungs, ihr wisst, was da drin ist. Nainggolan, Vidal, Pogba, Hazard, absolute Kracher. Und stellt euch vor, die Belgien-Flagge kommt, dann ist hier Feierabend, Mann. Ich schwör's euch. Okay, ich erwarte mir aber nicht zu viel. Uruguay? Was ist das? Okay, ja. Gut, habe ich mir zum Glück nicht zu viel erwartet. Egal, erstes Pack haben wir auf jeden Fall den Kollegen gezogen. Ja, und jetzt werden wir gleich schauen. Ich glaube, den kann ich jetzt benutzen für die tauschbare Challenge. Wir werden gleich schauen. Wir brauchen hier zwei Team der Woche, Spieler und 83er Bewertung. Das heißt, wir machen jetzt noch einmal die Challenge. Dann werden wir da wieder einen schlechten bekommen. Ja, werden wir in die tauschbare Challenge reinhauen. Jetzt mache ich das schnell. Off-Cam natürlich. Bin gleich wieder da. So, Jungs, ihr seht, wir haben jetzt einen 84er drin. Das heißt, ein 84er, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 83er. Und dann einfach 81er, 82er und 82er. Ja, das Ganze kostet ca. 2000 mal 11, also 22.000 Münzen und wir holen uns den nächsten Team der Woche Spieler ab und wir werden sehen, was drin ist. Das ist jetzt noch immer untauschbar und danach werden wir gleich rüberspringen zum Tauschbaren. Und jetzt öffnen wir das Pack, Freunde. Wie gesagt, noch immer, ich bete, dass es Pogba wird. Belgien-Flagge wäre zu heftig und jetzt schauen wir mal, was drin ist. Komm, EA. Brasilien. Boah. Ich hatte kurz einen Schock meines Lebens, ey. 84er Dante kann man später noch immer gut gebrauchen. Ist nicht schlecht. 84er Informkarte wird später relevant sein, vor allem im Monat Dezember, wenn dann Footbirthday kommt und dann bringen sie ein paar SBCs raus. Das wird richtig geil. Wisst ihr, was ich mir gerade überlegt habe? Und zwar, es ist ja so, wenn du jetzt Pogba ziehen würdest, Vidal oder Hazard, ich würde die selber so oft spielen. Ich mache jetzt noch einmal untauschbar, weil ich würde die sowieso spielen. Das heißt, es spricht nichts dagegen, die mal nochmal zu machen. Aber im Endeffekt empfehle ich euch mehr oder weniger öfter die untauschbare zu machen, weil sie erstens günstiger ist, ihr müsst nicht zwei Informs eintauschen. Und ja, ich meine, die Wahrscheinlichkeit ist nicht so hoch, dass man was Krasses sieht, aber wir werden das jetzt oft genug machen. Und irgendwann, denke ich, im Laufe der Woche, das ist jetzt glaube ich 4 Tage online, im Laufe der Woche werden wir vielleicht was ziehen. Schauen wir einfach mal. Und die Spieler werden jeden, also von Tag zu Tag werden die teurer übrigens, Jungs. Das heißt, ihr müsst eigentlich so schnell wie möglich zuschlagen, die Spieler holen, die ihr für die Challenges braucht. Weil die werden bestimmt morgen für 3000 Münzen gehen, statt für 2000 oder 2200. Und Jungs, ihr seht, wir haben wieder einen 83er, 2, 3, 4, 5, 6, 7 und wieder einen 84er und sonst 82er. Das ist easy XP, wir schicken das wieder ab und jetzt gibt's das dritte Pack, Freunde. 3 Informs. Wir werden sehen, ob wir Glück haben. Und jetzt, Jungs, Daumen drücken. Vielleicht beim dritten Mal. Komm schon. Ich muss mich auch ein wenig beeilen, weil ich dann zur Arbeit muss. Und Jungs, bitte Belgien-Flagge. Ah, schon wieder Uruguay, Mann. Nein! Was machen wir jetzt? Kennt ihr da einen Trick, Jungs? Ich glaube, ich gehe jetzt mit der Web-App drauf. Scheiße. Ja, ich muss den wohl abstoßen. Das ist echt bitter, dass ich zweimal den gleichen kriege, Jungs. Das ist wirklich bitter. 22.000 Münzen einfach aus dem Fenster rausgeschmissen. Aber Jungs, scheiß drauf. Wir gehen zum nächsten rüber. Also Freunde, ihr seht wieder, wir haben 7 83er, 1 84er. Ne, warte mal, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Genau, wir haben 7 83er, 1 84er und 3 81er geht auch. Easy as you like und Jungs, das kostet sogar wieder 20.000 Münzen
Und ich hoffe, wir ziehen nicht schon wieder diesen aus Uruguay. Der ist echt der Pech, also der absolute Unglücksbringer. Und es gibt so viele gute Team der Woche-Spieler. Und einen kann man doch echt mal ziehen, aber ich werde das so lange machen irgendwann, Jungs, bis ich was Gutes ziehe. Meinetwegen gebe ich 100.000 Münzen aus. Oder noch mehr. Meinetwegen 200.000 Münzen. Bitte nicht wieder Uruguay. Bitte, bitte, bitte. Komm, komm, bitte gib mir Belgien. Deutschland? Nein. Ich dachte, Mustafi kriegen wir. Es ist Ron-Robert Zieler. Und jetzt werde ich die Tauschbare-Challenge machen. Und mal sehen, ob wir da ein bisschen mehr Glück haben. Das wäre halt krass, wenn man da einen krassen Spieler zieht, weil der ist dann echt sau viel wert einfach. Okay, Jungs, jetzt haben wir das auch abgeschlossen. Ihr seht zwei Informs, Dante und der gute Uruguayer, den ich vorhin abstoßen musste leider. Und das tauschen wir jetzt ein, das Team. Sind alle untauschbar, außer natürlich die Goldspieler. Und das kostet jetzt schon mehr, die Challenge quasi, weil man muss ja zwei ja, Team der Woche Spieler eintauschen. Und wenn wir hier jetzt einen Hammer ziehen würden, den wir dann auch verkaufen könnten, wäre einfach genial. Ich würde mich über Mustafi freuen, über alle. Jetzt ruft mich jemand an. Genau in der Sekunde, wo ich das Pack aufmache. Aber das bringt vielleicht Glück, Jungs. Ruft mich vielleicht nochmal an später, wenn ich jetzt was Gutes ziehe. Komm schon. Kruse. Ah, okay. Boah, ich dachte schon wieder, es ist der Torwart. Aber Kruse ist nicht schlecht. Kruse ist gut, Jungs. Eine 84er-Karte, die tauschbar ist. Ist jetzt nicht so viel wert, aber ich denke mal, also über 20.000 Münzen müsste die wert sein. Ja, auf jeden Fall 25.000 Münzen kann man auf jeden Fall mitnehmen. Tun wir schön auf die Transferliste. Und dann würde ich sagen, Jungs, ja, war es das jetzt damit? Das war es damit erstmal. Wir haben 5 Stück geöffnet. Ihr habt gesehen, was ungefähr dabei rauskommt. Und ich würde sagen, ich werde auf jeden Fall dranbleiben. Ich werde es noch ein paar Mal versuchen. Aber das war es erstmal dazu. Lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. Bis zum nächsten Mal, euer Tabak. Ciao.